muss. Haben wir alle. Gut. Next one. Stellen sich schon wieder komplett neue Aufgaben. Boah, die hätten ja auch krass viel Ware. Seht ihr, diese ganzen Sachen hier. Die können wir alle klauen, wenn wir die danach einnehmen. Alle. Das Abmoderieren vergessen. Wie immer. Wie immer bei dem Spiel. Sollte man als Lob auffassen. Okay. Nee, das ist nur ein Lager, oder? Das ist nicht... Nee. Hier hinten sehe ich noch Banditen, ja. Ja. Ja, können wir mal machen. Könnten wir jetzt aber auch hart auf die Fresse bekommen. Aber das war ein Lager, Freunde. Die müssen sich Dauer vermehren. Also es geht einfach nicht anders. Es ist wirklich, es muss zum Leben ja die schlimmste Gegend hier sein. So viele, also wie hat dieses Dorf hier denn überhaupt überlebt? Okay, einmal, haben wir noch 30, gell? Genau. So, dann machen wir die mal runter hier. Gehen hier hoch, let's go. Hier haben wir einen wilden Mix, das ist gut. Gut, wird Zeit, das Tempo mal wieder ein bisschen zu erhöhen. Kann ich hier irgendwie... Darüber auch eine Verbindung, sehr schön. Ich baue jetzt hier noch ein Militärlager irgendwo hin. Einfach aus Prinzip. So. Die legen jetzt hier los, genau, erweitern unser Land. Hoffentlich da bis dahin. Boah, uns gehört echt schon viel.
So, da haben sie den Grundstein gesetzt, das ist gut. Wir werden mit einem gemischten Haufen auf jeden Fall angreifen. Ich glaube, ich würde hier tatsächlich gerne noch ein bisschen mehr auf die Waldläufer gehen. Wie viel haben wir von denen noch? Um schnell hier Erfolge zu feiern. Schon wieder Diebe. Ey, es ist die reinste Pest. Es ist die reinste Pest. Du bist die einen Banditen los und die nächsten kommen schon. Da wirst du echt bescheuert. Die einzige Challenge an dem Level ist, dass du so oft... Also gut, am Anfang haben wir auch hart auf die Fresse bekommen, muss man ja auch sagen. Am Anfang haben wir... Alter, haben die uns viel gestohlen. Aber gehen die bis dort runter? Die gehen hier an unsere Schatzkammern ran. Los geht's. Der große Krieg beginnt. Der große Kampf beginnt. Ey, nur so ein bisschen, wisst ihr, wenn die nur so ein bisschen mithelfen würden. Nur so ein paar Einheiten schicken würden. Das würde ja reichen. Wir bräuchten ja nur so ein bisschen Unterstützung, aber die wollen einfach nicht. Das Level ist ja auch vorbei, wenn wir uns mit denen angefreundet haben. So, Nummer 1, fertig. Direkt weitermachen, Freunde. Packen wir mal die wichtigsten Waren rein, dann können wir die hier auch lagern. Pass mal auf. Warte, ist zerstört worden? Nee.
Na gut, Freunde, aber das ist ja jetzt erstmal nicht so wild. Wir haben die ersten weggehauen. Damit haben wir ihre Anzahl schon mal reduziert. So. So. Ich will eigentlich schon, dass die schon anfangen mit einnehmen. Und hier irgendwo dahinter muss die Kupferstatue sein. Also das Mausoleum ist verreckt weit weg. Da habe ich jetzt zugegebenermaßen für mich noch nicht entschieden, ob ich dorthin gehe. Jetzt, Leute, also... Das gibt's doch nicht, dass es immer schlimmer wird. Man möchte ja meinen, man erobert Gebiete, man möchte ja meinen, man verschafft sich so Luft, aber mit jedem Millimeter, den ich mir erkämpfe, wird die Sache ja schlimmer. Also ich erarbeite mir halt einfach for real keine Ruhe, sondern einfach neuen Ärger. So. Ich habe echt keinen Bock auf neuen Ärger. Ich will hier jetzt langsam mal finishen. So, pass auf. Auf die Fresse hier jetzt. Los. Rein da. Oh, warte, da ist auch noch eins. Das ist auch noch. Da sind zwei. Schau sie dir an, die Ferkel. Schau sie dir an. Uns gehört über 50% der Map. Mindestens genauso funny ist, dass wir diese Kupferstatue einfach noch nicht gefunden haben. Ah ja, das sind die zwei. Okay. Ah, wobei, nee, alles gut, wir haben da eins, alles gut. Das ist eine Decke, da ist noch ein Dieb. Boah, haben wir wieder viel von. Okay, der ist weg, direkt hier weiter. Und Abfahrt, Freunde. Unbekannte Baustelle entdeckt. Trosthase. Ah, das ist der. Da ist er. Da ist unser Sieg. Da ist er, Freunde. Okay, werden wir vermutlich erst nächste Woche schaffen. Aber gut. Das Lager ist schon wieder voll. Okay, das heißt ruckzuck dieses Gebiet dort oben einnehmen und dann mit dem Bau beginnen. Was steht da schon, was wir...
Wir haben von diesem Ort gehört, waren aber nie in der Lage, ihn zu sichern. Kannst du uns helfen, ihn zu finden und wieder aufzubauen? Suche die Kupferstatue, nimm das Gebiet. Ja, 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 der Trosthase. Aber wer geht denn da bis zum Mausoleum? Oder ist das nur so ein... Oder ist das Mausoleum nur da, um so ein bisschen zu scammen? Da holen sie sich alles. Da geiern sie sich einfach mal alles. Richtig schöne Gönnung hier. Schön. Bitte Fokus auf den Kollegen. Dankeschön, Freunde. Wird geht's zu einem Holzverleiter? Muss ich warten. Kann man schon so machen. Kann man schon mal so machen, Freunde. Ey, die Diebe. Die Diebe, die sind so, die sind schon auch wild. Ich meine, sie haben einen Ort, wo sie so chillen können und sie agieren aber auch wirklich kilometerweit entfernt. So ein Banditenhaufen. Ich weiß nicht mal, wo sie sind. Da kommt... Ah, nee, das ist eine Veteranenwache. Aber man sieht nicht mal, wo sie sind. Aber sie sind da. Und sie sind unfassbar aktiv. Komm ich schon irgendwie dahin? Schön ist es nicht. Aber egal. So. Wir brauchen... Scheiße, wir haben Kupfer. Und wir haben Stein. Ist zu weit weg. Es ist einfach zu weit weg. Es ist so traurig. Es macht mich so traurig, Freunde. Pulli aufstellen. Können wir die Barriere hier halten, dann können wir währenddessen den Trosthasen aufbauen. So, ich bin schon gespannt, was es sein soll. Gut, Zimmerer treffen ein. Die ersten Waren treffen ein. Jetzt wird losgelegt. Also, es ist ja vermutlich eine Statue. Gehe ich mal schwer davon aus. Aber wenn es jetzt, es ist einfach eine Kuppel, wenn es jetzt ein bisschen länger dauert, dann beenden wir heute die, mit dem Sieg über die Folge, oder? Ja, komm, das warten wir ab. Sieht schon lustig aus. Warum wird immer so wenig Kupfer gebracht? Ah nee, das Plus steht daneben. Okay, nee, alles cool, alles cool. Er muss aber ein großer Hase werden, Freunde. Okay, nett. 44%, da hat sie jetzt nicht viel getan. Wild, das war ein Versehen. Entschuldigung. Ah, da sind die Diebe. Es war ein Versehen, Freunde. Ich wollte euch jetzt gar nicht aufreiben, aber gut. Mal ganz nebenbei weggedroschen. So muss das. So, wo sind unsere Trägerlines? Bisschen mehr Tempo jetzt. Bitte. Die Folge wird eh ein bisschen länger dauern.
Ja, gerade tut sich da aber gar nichts. Bei dem Kanickel. Steine haben wir fast schon komplett verbaut, by the way. Okay, warum ist das rot? Der Stein ist fast komplett... Ja, ein bisschen schade. Ich hatte mir... Also der Turm war geiler. Sag ich euch, wie es ist. Der Turm war nicer. Auf geht's, Leute. Komm. Die letzten fünf. Hier, eins. Wo ist der Rest? Wo ist der Rest? Ernsthaft, wo ist der Rest? Da. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. Da sind sie. Endspurt. Das war eine... Ja, es müsste dann Endspurt sein, oder? Wir müssen ja nur... Genau, danach sind wir Freunde. Boah, es wäre so frustrierend, wenn das jetzt nicht stimmen würde. So. Eins, zwei, drei, vier... 5, 6. Er ist gleich fertig. Er ist gleich fertig, Freunde. Und da kommt der letzte. Ja, war eine schwere Geburt. Ausdauernd. Es wurde auf jeden Fall noch mal ein Stück schwieriger. So, that's it. Aufbein, das Ort ist abgeschlossen. Du hast gewonnen. Geil. Okay, Freunde. Es wird wieder gefeiert. Mit Feuerwerk und allem hier. Die Leute tanzen. Die Hobbit-Dörfer tanzen. In Hobbingen rasten die Leute wieder aus. Auch hier wird hart ausgerastet auf den Leichen der Vergangenen. Nein. Schön. Schön. Einfach schön. So, zurück zum Hauptmenü, Freunde. Beim nächsten Mal, nächste Woche, starten wir in ein neues Level. Und zwar, das war verborgene Gefahren. Unfreundliche Nachbarn. Unfreundliche Nachbarn wird das nächste Level. Ich glaube tatsächlich mit schwierigeren Gegnern. Ich freue mich da sehr drauf. Bis dahin, euer Odin Let's Play. Ciao, ciao.